Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe auf Amazon einen Schmuck-Adventskalender gefunden. Und zwar von der entspannten, sich aussprechenden Marke Mjatoria. Und das ist dieser hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 24,99 € kostet der und ich habe mir gedacht, es gibt doch durchaus auch Leute, die sich Adventskalender kaufen, die jetzt nicht dazu in der Lage sind oder bereit sind, hunderte von Euros für Schmuck-Adventskalender auszugeben. Vielleicht gibt es ja auch solche günstigeren Alternativen, die man sich einfach mal anschauen kann. Oder wenn man so ein Drümpel ist wie ich, der ständig Schmuck verliert, ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, gar nicht so super teuren Schmuck zu besitzen oder halt auch für Kinder und Mädchen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Also wenn man das Kläppchen öffnet, hat man da nochmal so eine Klebegeschichte. Man kriegt das nicht so leicht hier raus, muss ich gestehen. Weil das klebt da richtig drauf. Was ist das denn? Oh, am 1. Dezember haben wir direkt wirklich weihnachtliche Ohrringe, die ich mir für mich persönlich sehr, sehr gut vorstellen kann. Das sind Kreolen, die sind ein bisschen abgefahren, Leute. Aber abgefahren ist ja mein zweiter Vorname in dieser Zeit, ne? So schauen die aus und du hast zwei unterschiedliche Schneeflocken da unten dran. Eine etwas größere, eine etwas kleinere. Ja, der Schmuck ist jetzt nicht so super krass verarbeitet oder so. Aber für mich ist es, glaube ich, echt eine schöne Sache. Und ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich lege dann den Schmuck hier hinten drauf, weil ich muss hier wirklich rumprorkeln, um die einzelnen Kläppchen zu öffnen. Das ist ein bisschen schade, aber geht leider nicht anders. Macht mich wahnsinnig hier. Das klebt an allem sehr gut. So, das hier ist der 2. Dezember. Was ist das? Eine Brosche? Nee, weiß ich nicht. Das sind so Kugeln, die mit einem Stab verbunden sind, aber man kann das nicht lösen oder so. Wie macht man das? Wofür ist das? Keine Ahnung. Das ist eine Kette, glaube ich. Das ist wohl Silberschmuck, den wir hier auch komplett drin haben. Ich glaube, man konnte das auch wählen, ne? Ist eine relativ kurze Kette. Oh, ich glaube, dann haben wir noch irgendwo den dazu passenden anderen Teil. Das ist ein halbes Herz mit Best und dann halt so eine Kette, die relativ kurz ist, ne? Also wenn ich mir die versuchen würde umzutun, wäre sie sehr, sehr eng. Ich mache den ja ein bisschen anders auf, ne? Hier hätten wir theoretisch die Nummer 4. Na, wenn man halt wirklich den im Advent aufmacht, dann macht das nicht ganz so viel Spaß, weil das ist alles irgendwie komisch. Das hier ist eine Brosche mit einem Blatt drauf und das ist tatsächlich auch in Gold. Also habe ich tatsächlich irgendwie so einen Multicolor-Adventskalender hier. Ja, oder so ein Button, weiß ich nicht, kann man richtig schön so an... Hatte ich damals halt, ne? An meinem Rucksack immer dran oder am Portemonnaie oder so. Da hatte ich ja von Eastpak halt die Klassiker, was man halt so hatte. Und die habe ich immer voll geballert mit diesen Teilen. Süß. Zum 5. Dezember haben wir auch schon wieder so ähnliche Ohrringe drin, wie eine 1. Ich finde die ja schön, ne? Habt ihr dann jetzt quasi ähnlich nochmal. Und die passen auch nicht zusammen. Ist aber nicht schlimm. Die haben auch ein bisschen Blinky haben die auch. Also hier dieses rosa Blinky, ja, auf jeden Fall. Und an der Schneeflocke ist auch noch ein bisschen Blinky dran. Nikolaus darf ja gerne was Besonderes sein. Leute, ihr werdet lachen. Ich sag gerne dies, das Ananas und in diesem Adventskalender bekomme ich dann auch endlich mal meine Ananas als Button. Ne? Fröhlichen Nikolaus, Santa Claudi hat jetzt endlich mal ihre Ananas. Wow, das ist nicht so das weihnachtlichste Motiv, bin ich ehrlich. Dann schauen wir mal, was die Nummer 7 zu bieten hat. Hier sind wir auch wieder im goldenen Bereich unterwegs und da haben wir aber wirklich sehr weihnachtliche Produkte drin. Hier werden die Leute berücksichtigt, die keine Ohrlöcher haben. Die hätte ich aber schon ganz gerne als als Ohrstecker oder als Kreolen gehabt, ne? Aber die sind halt so zum Clipsen. So sieht das aus. Oh, süß mit diesen Sternchen da dran, die lächeln und haben auch noch Wangen, so rote. Aber sieht man in Adventskalendern tatsächlich selten, ne? Dass es halt so zum Dranklipsen was gibt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir auch wieder einen Button dran. Drin. Mit dem weihnachtlichen Motiv einer Kakteen. Ich raste aus. Das hat Humor. Kannst du nicht anders sagen, ne? Also, ich habe den ja auch im Sommer gekauft. Was erwarte ich denn? In der Nummer 9... dürfen wir uns, ich glaube, über eine Kette freuen. Oh. Oh. Ja, als Kind hätte ich die wirklich scharf gefunden. Bin ich wirklich ehrlich, ne? Auch die sehr, sehr eng dann natürlich. Also ist keine lange Kette. Und da haben wir dann sowohl Schmetterlinge mit dran, als auch so Blinkies. Das ist schon süß.
wirklich, also ich sehe diesen Adventskalender komplett bei den Töchtern von einer Freundin von mir. Ich glaube, denen werde ich das auch schenken. Ich glaube, die werden das richtig hart feiern. Ne? Ui, in der Nummer 10 darf es auch mit einer Kette weitergehen. Und das ist mal ein Oschi, das sage ich euch. Holla, die Waldfee. Das ist so eine Mondkette. So sieht es aus. Ne? Das ist wirklich eine relativ lange Kette für so ein Mädchen. Und hast du einen riesigen Mond dran. Und diesen Stein, ja, das hat sich hier ein bisschen verhakt. Das müsste normalerweise irgendwie anders hängen. Das sieht echt hübsch aus, muss ich sagen. Das finde ich süß. Bei diesem Adventskalender fällt einem auch irgendwie gar nicht auf, durch die römischen Zahlen, dass das schon die erste Schnapszahl ist, die Nummer 11. Und das ist jetzt für mich ein absolutes Füllprodukt. Das hat jetzt für mich nicht so viel mit Schmuck zu tun. Ne? Das ist halt so eine Klammer, eine Holzklammer, wo eine Schneeflocke drauf ist. Ja, es ist weihnachtlich, aber es ist für mich kein Schmuck. Klar kann man sich das jetzt hier irgendwie so dran machen, wenn du es halt nicht irgendwo durchstecken willst, aber wie sieht das aus? Halbzeit, die Nummer 12 sind wieder Ohrklipse. Oh, was so süße. Oh. Das wäre auch etwas für Katrins Welt und so und für Frühlingsrolina. Halt als Ohrringe selber, ne? Weil das sind halt solche richtig niedlichen Schleifchen, so rosa Schleifchen. Das ist schon hübsch, ne? In Goldfarbe halt und halt mit diesen Clipsen. Die Nummer 13, hier haben wir unsere fehlende Kettenhälfte. Also eigentlich ist es eine Kette, aber zu der anderen Kette die dazu passende für die Freundin. Denn hier haben wir dann quasi auch ein halbes Herz und dann steht da auf dem Schild Friends. Best Friends. Und dann haben wir halt dieses, ne, blau-rosane und dann halt hier die Kette. Ach, es ist schon schön. Die Nummer 14. Oh, hier haben wir ein Armband drin. Ist auf jeden Fall größenverstellbar. Hier haben wir irgendwie so ein, ist das ein Magnet dran? Ich weiß es noch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir so Berge. Und das ist halt, wie gesagt, größenverstellbar. Ja. Auch in der Nummer 15 haben wieder so komische Kugeln drin. Was ist das? Wisst ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Man kann die auf jeden Fall drehen. Soll das Spaß machen? Yay! Man dreht es aber damit auch nicht ab oder so. Kann man das abmachen? Doch! Oh! Wo mache ich das denn durch? Ist das eine Brosche? Weil das ist halt hier wie eine 1 auch, ne? Das ist so ein Pika. Ich glaube, das ist eine Brosche. Bin nicht so im Broschen-Game. 15, 16 ist jetzt am Start. Okay, also ich glaube, die 16 ist für manche ein kleines Highlight, diese kleine süße Brosche. Denn es ist einfach eine kleine Avocado. Ja, das ist schon süß. Das ist wirklich süß. Ich habe keine Ahnung, warum man Avocados so niedlich findet. Ne? Jetzt haben wir aber ein bisschen viele Broschen hier drin. Ne? Aber jetzt, wo ich herausgefunden habe, was es ist, bin ich gar nicht mehr so verrückt. Denn die ist jetzt so silber, grau, lila quasi. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, bekommen wir auch eine ganz, ganz, ganz weihnachtliche Brosche. Leute, haltet euch fest. Ne? Das reiht sich halt einfach jetzt natürlich so ein bisschen in unsere bereits vorhergegangenen Muster ein. Und zwar ist es einfach ein Kaktus in einem Umtopf. Eben hatten wir einen freistehenden Kaktus und jetzt haben wir einen in einem Umtopf. Ich glaube, man freut sich darüber, oder? Freut man sich darüber? Keine Ahnung. Wenn man nicht unbedingt weiß, dass da wirklich 25 Euro für ausgegeben wurden. Oh, ich habe eine Idee, was das für Armbänder sein können. Wir haben nämlich hier auch wieder ein relativ gleiches Armband, aber hier ist das Element Wasser dran. Das andere war dann wahrscheinlich das Element Erde. Oh, halten die magnetisch zusammen. Das würde ich so süß finden. Ja, guck mal, das sind Freundschaftsarmbänder, die so sich suchen und finden. Ich finde das schön. Also dieser Adventskalender bringt mich halt auch wirklich nochmal richtig krass zum Denken, ne? Dass du halt nochmal so ein bisschen die römischen Zahlen, die da reinziehst. XX ist 20. Herzlich willkommen, upsala, im 20er Bereich. Und da ist wieder eine Kette drin. Oh, mystisch. Zwei Ketten sind das. Alle vertüttelt. Habt ihr einen Tipp zum Ketten enttüddeln? Ich tüddel immer so lange und versuche meine Finger da so reinzustecken, bis die Löcher groß genug sind, dass sie sich von alleine enttüddeln. Das ist so mein Plan immer. Ich habe sie jetzt auseinanderbekommen und es sind drei verschiedene Längen, was ich sehr, sehr nice finde. Also die kannst du halt auch so layern und dann hast du hier einen Mond, du hast dieses, ist das ein Pentagramm, ne? Und dann hast du hier
ist aus Plastik, ne? So ein Stein dran. Ich glaube, das ist ganz süß. Kann man machen, ne? So schaut es aus. Ja, und das am 20. Dezember zu enttüddeln, ist einfach auch ein schönes Geduldsspiel. Aber da einfach drei reinzupacken in einen, das finde ich krass. Hier habe ich jetzt den 21. Dezember. Und da haben wir wieder diese schönen Ohrringe drin, diese Kreolen. Das ist echt witzig. Du hast hier jedes Mal andere Schneeflockenformen drin. Finde ich süß. Also wirklich, ne? So schauen die beiden jetzt einmal aus. Und das ist jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie untereinander kombinieren. Also, dass man quasi sagt, die passt jetzt zu der aus der anderen Zahl oder so. Süß. Ja. Ich bin jetzt hier beim 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Und habe hier in meinen Händen, ich glaube, sehr schöne Ohrstecker. Fun Fact, wir haben hier direkt einfach auch mal, falls du was verloren kriegst, vier von den hinten dran Steckern. Wie nennt sich das? Stoppern? Ne, drei davon. Da haben sie einen mehr reingepackt, weil man weiß ja nie. Das ist ein Stern und ein Mond und da haben wir so ein bisschen Blinkies dran. Das ist hübsch. Also wirklich, wirklich hübsch. Wirklich, wirklich schön. Ich mag die wohl leiden. Und dann, wie gesagt, haben wir noch einen so einen hinten dran Stecker für Umme mit dabei. Zack. Am 23. Dezember bekommen wir etwas, was wir noch gar nicht drin hatten, nämlich einen Ring. Und der ist relativ groß. Muss ich, also wirklich, ne? Ich nehme mal hier meinen ab, den ich hier am kleinen Finger habe. Ist größenverstellbar. Und das ist der hier am kleinen Finger. Da haben wir so kleine Perlen dran. So schaut der aus. Und hier sieht man, der ist größenverstellbar. Das heißt, da ist wirklich vollkommen Wurst, auf welchem Finger man den dann tragen möchte. Das kann man dann sich entsprechend einstellen. Das finde ich schön. Trommelwirbel, die Nummer 24. Oder auch XXIV. Ich glaube, die ist ein bisschen verbogen, aber es soll eine Haarspange sein, wenn ich das jetzt irgendwie richtig interpretiere. So schaut sie aus, ne? Ist ganz, also so eine Haarnadel nennt man das ja. Ist ganz, ganz filigran, lässt sich super leicht verbiegen. Aber wenn man dann irgendwie so eine schöne Frisur hat oder so, dass man die sich irgendwie so in die Haare reinschiebt oder so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das soll eine Haarnadel sein. Süß mit den Blinkies. Bisschen Billo-mäßig. Also hier hätten sie die drei Ketten auf jeden Fall am besten reinpacken können, meiner Meinung nach. So, der Adventskalender ist jetzt ausgepackt. Ich habe jetzt das Inlayer rausgenommen. Das ist ein bisschen ein kleiner Kampf, ne? Mit diesem Klebezeugs. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube einfach mal nicht viel, weil das hätten die sich einfach sparen können. Das kriegst du auch nicht einfach so abgepult und weiß ich nicht, echt blöd irgendwie. Aber trotzdem, ich finde den Adventskalender süß. Und ich glaube auch, wenn man diesen Adventskalender seiner jungen Tochter oder so schenken, doch eher so für Kinder gedacht, ne, ist das eine ganz gute Sache. Oder wenn man halt selber sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich nur so ein bisschen günstigen Modeschmuck und habe das irgendwie einfach für mich, dass ich das nur dieses Jahr und vielleicht noch nächstes Jahr tragen möchte, weil ich glaube, viel länger halten die Teile dann nicht unbedingt. Ist das gar nicht so verkehrt. Also man kann sich das angucken, aber es ist definitiv nicht ein langlebiges Qualitätsprodukt hier. Wie findet ihr den Inhalt von dem Adventskalender? Wie gesagt, Preis-Leistung kann ich schlecht einblenden. Also ganz ehrlich, wenn du so zu Teddy oder zu Kick oder zu einem Euro-Laden oder so gehst, ne, da zahlst du auch schon 1,50 Euro, 2 Euro für einen so einen Teil. Dementsprechend hast du hier eigentlich schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sofern man die Teile mag und das okay findet, dass die halt so eine Qualität haben. Ich persönlich habe halt hier für mich dann so ein bisschen saisonalen Schmuck oder einen Teil davon gebe ich dann ja auch weiter an die Töchter von einer Freundin und ich glaube, die freuen sich da richtig derbe drüber. Ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann können wir uns da gerne austauschen, wenn ihr möchtet. Dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.